Helmut! Das hier ist ein anderer Helmut! Das ist von Garpador gefressen, Alter! Let's rock! Pimmelberger! Das hier ist eine Stadt, wo es keinen Helmut gibt! Zeit euch zu killen! Was? Aber ich bin reich! Was wollt ihr machen, Armin? Aber ich bin reich, ist gut. Da kommt jemand, der dich umbringen will und du sagst, ich bin reich. Na komm, ihr scheiß Hamburger. Das nervt doch, wenn sowas passiert, oder? Ja. Also ich bin schon. Ich bin Helmut. Ich beschütze euch. Oh nein, das wird schlimm. Ich habe noch nie gesehen, dass Helmut wirklich jemanden beschützt hat. Aber ich bin nur ein Helmut und es gibt so viele Verbrecher. Oh, ja. Deswegen gibt's noch mehr Helmut. Ich komme. Das wird die Welt aber ins Chaos stürzen, Alter. Wartet, ihr kleinen Kackbuns, der kommt gleich. Und der ist gleich da. Ich bin Helmut und ich bekämpfe auch das Böse. Voraussetzung, wenn du dich dort bewerben willst, du musst Helmut heißen. Guck mal, wie schnell ich bin. Sehr schnell. Wow. Das ist Flash für Arme. Wie cool. Flash auf Wisch bestellt. Aber wir haben natürlich auch Unterstützung durch Helmuta. Helmuta. Was soll ich sagen? Sie hat halt Tittenbonus. Aber eindeutig. Danke schön, Helmut. Das hier ist ein anderer Helmut. Das ist von Garpador gefressen, Alter. Helmut von Garpador gefressen. Ich dachte, Garpador kann nur Platscher. Jetzt kann auch Offresser. Er hat einen Kampf gegen einen Garpador verloren. Oder er steht wie, auf Punkt. Wie kann man gegen Garpador verlieren? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Come on. Naja, auf jeden Fall sind wir die Helmut-Gang. Und wir machen alles und... Die Helmut-Gang mit Helmut da. So kaputt und so, denn wir sind cool. Ja. Ich meine, ich als Verbrecher würde mich kaputt lachen, wenn da so ein Helmut ankommt, der von Garpador gerade aufgefressen wird. Schon wieder so nachahmer? Süß! Hey Leute, ich bin's, Helmut! Das sieht ja aus nach Supermut. Kann ich wieder? Ja, ich bin Helmut. Ja, ich bin was Besonderes. Ich kann fliegen. Ich bin toll. Und ich werde dich... Na, das ist doch wirklich mal was. Jetzt wird die Welt ins Chaos wirklich total stürzen. Und noch verzaubern. Karpa. Ja, also ich habe schon tausendmal die Welt gerettet, das ist Fakt. Atombomben habe ich in die Sonne geworfen. Ja, das rettet uns ja auch, wenn du Atombomben in die Sonne schmeißt. Böse Millionärsroboter, ab in die Sonne. Hey, das Kackbuhn, was geht ab? Scheiße, in die Sonne! Was? Warum? Was soll das denn? Scheiße. Okay, hör mal zu, kann ich jetzt wieder das Mikro haben? Also ich... Habt ihr seine Stimme gehört? Ja, er hat seine Stimme verstellt mit dem Mikro. Was ein verkacktes Opfer. Und ich hab Laseraugen. Oh, okay. Du brauchst Hilfe? Du wirst bedroht von Hitler? Ja, ich reiß der Mann... Ja klar, ich werde jeden Tag von Hitler bedroht. Er kommt immer mal als Nachbar bei mir vorbei. Zurück und töte den und so. Wie den scheiß Jungen. Und ich bin viel schneller als dieser Nachahmer, Helmut. Ich bin so toll. Toll. Also Leute, wir sind viel besser als er. Wir sind vier. Wohl eher drei. Ich hab mit Helmut ein Date. Oh. Okay, Leute, was soll ich jetzt in die Sonne werfen? Das scheiß Baby. Oh mein Gott. Das scheiß Baby. Bist du heiß? Oh. So heiß wie die Hölle. Zurück mit dir in die Hölle, Bitch. Keine Bewegung. Keine Bewegung. Was denn mit einer Heißklebepistole den Laden überfallen? Wer kennt's nicht, Alter? Kommst mit einer Heißklebepistole irgendwo in den Supermarkt an und willst ihn überfallen? Alter, ich spritze dir voll ins Gesicht. Oha, oh, das wird schlimm. Alles okay, Mann, ich spritz mich nur nicht voll. Spritz mich nicht voll. Und scheiß mich ein. Du Sackratter. Pack die Waffe auf den Boden oder wir schießen. Oh, wer schießt denn? Oh, die hat sich aber jetzt voll gespritzt, die Pistole. Oh, oh. Ja, zwei Gesindel. Der hatte doch ja keine Chance. Verdammt! Der Typ da bleibt ja an seiner Sache bis zum Tod kleben. Aber so in was drinne des Wortes, Alter? Das war bestimmt Klebemut. Warum ist der voll dumm, Alter? Einfach mal kurz ins Mittelalter, um Schädel abzuhacken. Ich bin Kevin. Ich bin Marvin. Und jetzt wird Zeit, ein bisschen zu cracken. Ja. Ja, Mann. Hä? Wow, guck, das ist ein geiler Schwein.
ganze Waffenfabrik verschluckt. Warum? Was hat das jetzt für einen Sinn, dass sie da einfach random hier mit Dose runterziehen? Das ist so dumm. Absurd. Was zum Film? Du wurdest geprankt, du Schwuchtel! Wir sind die Prank Bros! Und wir sind nicht schwul! Ja, mein Engel, ich ja. Das könnte ich mir wirklich bei dem vorstellen, dass sie so pranken. Ah, guckt euch den Schwanz an! Einfach geil! Wow! Der Mann wurde einfach geprankt! Und sein Schwanz erst! Wir sind nicht schwul! Der Mann wurde einfach geprankt und sein Schwanz erst. Oh, oh! Ja, jetzt wir jetzt wird's schwul. Ernst hier! Ich scheiß mir ein! Oh! Warum? Warum sprüht die dann nicht? Schwanz ab! Ich bin so stolz. Oh, der Schwanz ist so geil! Oh, 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 jetzt wird's aber ernst hier. Jetzt wird's eng. Marvin? Ja? Ich glaube, wir sind schwul. Nein, Mann! Wir sind einfach nur zwei Leute, die das Pranken lieben. Marvin. Ihr liebt das Schwänzeln, ja, aber Sprengen? Oh, oh. Wir drehen Videos, bei denen wir die Hosen von aller Menschen runterziehen. Menschen. Um ihre Schwänze zu beobachten. Mhm. Meinst du nicht, dass das ein bisschen schwul ist? Und wir heißen Prank Bros. Na komm schon. Was? Was macht... Pass auf, gleich benennen sie sich um in Gay Bros. Und wir jetzt... Oh, oh, jetzt wird's gefährlich hier. Oh, guck euch ihn an. Ich hab ihn geprankt. Oh, oh, der guckt ganz weit nach Norden. Oh, oh mein Gott. Ja, Leute, das war's. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Oh mein Gott, ich wurde geprankt. Sprengt den Like-Button, ihr Schnucke. Oh, ja, geiles Mikro. Danke, danke. Also, habt ihr ein bisschen Bock auf Spaß? Mhm. Okay, cool, komm. Cool. Also, noch bescheuerter kannst du echt nicht werden. Erst fangen wir mit einer kleinen Improvisation an. Hat einer von euch einen Beruf für mich? Hat jemand einen Beruf für mich? Der Horist. Bester Beruf ever, Alter. Was ist das für ein Beruf? Okay, ich habe Obdachloser rausgehört. Gute Wahl. Wie, was ist Obdachloser für ein Beruf, Alter? Da werden ja alle Obdachlosen reich. Jetzt brauche ich einen Ort. Okay, was? Ich habe dreckige Gosse gehört, ganz gut. Jetzt brauche ich einen Gegenstand, den man in meinem alltäglichen Leben verwendet. Dildo. Crack. Ja, Dildo verwende ich täglich. Auf jeden Fall. Crack. Okay, ich habe Crack gehört, das ist ganz gut. Als letztes brauche ich einen Menschen, der mir hierbei hilft. Sie, Sir, cool. Okay, Obdachloser, was, dreckige Gosse und Crack, bereit? Oh, das Crack ist so geil. Gib mir dein Crack, Penner. Was zum Teufel soll das? Was soll das denn jetzt, Alter? Brillant. Ja, Mann, der ist echt gut. Crack, oh, gib mir Crack. Der macht alle kaputt hier. Scheiße. Das schmeckt scheiße! Oh. Was ist das jetzt hier? Susi und Sträuch für Arme? Einfach weggelatscht! Warum? Oh, jetzt hat er den Hut da, er hat den Hut, ach, was weiß ich. Aus die Schlacht, um Hut rauszumachen. Naja, meine Zeit ist nun endlich gekommen. Das tut ich aber weh. Ich erfinde Frühstück in der Badewanne. Hä, hey, voll dumm. Wer will denn in der Badewanne so frühstücken? Die beschissenste Idee, von der ich je gehört habe. Ja. Vor allem springt der nackt aus dem Fenster mit dem Toaster an der Hand. Na, wer kennt's nicht, so fliegen ständig Leute durch die Gegend. Du wirst ein großer Schauspieler in der Zukunft sein, Mann. Ach du so? Wirst ganz viele Auszeichnungen erhalten und reich sein. Hm. Hä? Wo unterschreibe ich?
Okay, Leute, ich will keine Gnade sehen. Tja, wer hätte denn das gedacht? Dunkelmut für immer, Helmut, Dunkelmut für immer. Hey, Dunkelmut, guck mal, was ich hier gefunden hab. Oh, voll cool, Helmut. Ja, Mann, also... Was zum Fick, Helmut? Bei jeder Aktivität. Gut, das wollte ich nicht, Dunkelmut. Geh von mir weg. Verschwinde, Helmut. Ich kann nicht. Helmut, was sollen wir tun? Das sieht leicht pervers aus. Dunkelmut, ich bin auch nicht schwul. Und jetzt, Helmut? Helmut, der einzige Weg raus. Sollte das jetzt eine Anspielung auf South Park sein, wo sich Randy und Jared beim Wichsen in Whirlpool zusehen? Ist, dass sich beide Finger berühren, damit sich die Falle löst. Ah. Dunkelmut! Oh Gott, ich weiß, wo sie die Falle hängen. Oh nein. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist ungesund. Also müssen wir... Helmut, das ist der einzige Weg. Das ist schwul. Ich bin nicht schwul. Ich bin auch nicht schwul. Also kommen wir da nie mehr raus, Helmut? Wir leben jetzt zusammen, Helmut. Wir sind ja nicht schwul. Ja, Mann, Dunkelmut. Ihr zwei Pussys sollt ihr verschwinden! Jetzt! Jetzt halt, wir sind nicht schwul. Auch rennt so ständig durch die Gegend. Na, das ist doch. Wir hatten ein abgefahrenes Leben, Helmut! Ja! Oha. Ja, Mann! Die hängt doch nicht immer noch zusammen, Alter. Aber jetzt sterbe ich, Dunkelmut. Ich weiß, Helmut. Ich kann das Licht sehen, Dunkelmut. Geh zu dem Licht, Helmut. Es ist okay. Das wird jetzt ganz Dunkelmut, interessant. Bevor ich gehe, muss ich dir was sagen. Was denn? Ich hab es extra fallen lassen. Oha! Ja, jetzt wird's ernst. Oh, tot. Ich hab es immer gewusst, Helmut. Na, der wird doch damit runtergezogen. So dumm einfach nur. Ernst? Oh Mann, ich scheiß mich ein. Oh oh. Oh, das sehe ich gern, Alter. Patrick, ihr lässt grüßen. Oh Gott, die sind doch bescheuert. Also, hast du ein Kondom dabei? Natürlich habe ich eins. Oh, krasser Move. Was zum Teufel? Jetzt werde ich dich nie schwanger. Voll dumm. Oh, scheiße. Was ist... Oh, oh. Oh, oh. Perfekt getroffen, Alter. 1:1 eingelocht. Aus der Luft runtergestürzt, eingelocht und gleich abgespritzt. Ja, den Move musst du erstmal zustande kriegen. Okay. Guter Junge. Ah, okay. Hä? Oh! Das ist schon gut. Was? Nein! Guter Junge! Ja, und das ist überfallen! Komm schon, Mann! Scheiß Spielverderber! Nimm das, mein Sohn. Das ist mein Leib. Mein Leib. Jesus. Ja, man kennt es. Und nimm das. Das ist mein Blut. Blut. Nimm das, mein Sohn. Das sind meine Haare. Das sieht ja aus wie Spaghetti mit Tomatensauce. Okay, Jesus. Und das ist mein Kopf! Oha! Eine Banane! Jesus, es ist fertig. Was? Oh!
Oh, es ist perfekt. Oh Gott, lass oh mein Gott, sie kommen. Als ob die das nicht erkennen. Nee, machen sie auch nicht. Voll dumm. So dumm. Seht alle her. Er steigt auf. Nicht dein Ernst. Nee, 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 ich wollte ganz hinten. Die sind am frischesten. Ja, ich weiß. Oh. Oh. Okay. Okay, jetzt hab... Jetzt ist auch geil. Der Mädchen Menschenkurven. Ja, ist das krank. Oh oh. Jetzt kloppt euch doch drum, Mann. Oh oh. Ihr Autoscooter, Alter. Autoscooter der alten Menschen. Ja, ich würd's übertreiben, Alter. Transformers aus so einem Rolli oder was? Der würde dich aber hoch abbauen. Das habe ich dir aus Macaronis gemacht. Oh. Oh, das hast du aber schön gemacht. Okay, schön aufessen. Na dann. Oh Mann. Ich wünschte, deine Mutter würde noch leben. Das ist gut, Alter. Das mach ich jetzt auch so. Ach, das war schade. Das war zu geil, Alter. Das war zu geil, Mann. Oh, scheiße, ich scheiß mich ein.